Hallo, mein Name ist Martin Kober und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie leicht und einfach es ist, die Alpenkraft zu reinigen und zu warten, sodass Sie immer eine Freude haben werden mit einer Dusche, die immer wie neu bleibt. Das Geheimnis ist hier diese Scheibe. Wenn Sie merken, dass der Strahl leicht stachelig oder nadelig auf Ihrer Haut wird, dann ist es an der Zeit, diese Scheibe zu wechseln. Wir haben uns hier was Besonderes einfallen lassen. Wir haben zu jeder Lieferung der Alpenkraft dieses schwarze Kuvert mitgeliefert, in der eine Reserve-Ersatzscheibe enthalten ist. So, wie wechseln wir jetzt diese Scheibe? Öffnen Sie gegen den Uhrzeigersinn den Ring und drehen Sie diesen von der Alpenkraft ab. Bitte schalten Sie das Wasser jetzt nicht ein. In diesem Ring ist jetzt die Scheibe enthalten, mit einer großen weißen Dichtung. Wir legen beides einmal zur Seite und nehmen dieses schwarze Kuvert her, öffnen es und entnehmen die neue Scheibe. Diese Scheibe hat zwei Seiten, eines mit Logo und eines ohne Logo. Bitte legen Sie die Seite mit dem Logo nach unten in den Ring und geben dann erst die große weiße Dichtung in den Ring. Bitte nicht umgekehrt machen, ansonsten ist es nicht dicht. Nehmen Sie Ihre Alpenkraft und schrauben den großen silbernen Ring wieder vorsichtig auf die Alpenkraft auf. Leicht mit der Hand festdrehen, das reicht. Und Sie genießen wieder die volle Power der Alpen. So, was machen wir jetzt mit der gebrauchten Scheibe? Die gebrauchte Scheibe reinigen Sie ganz einfach, indem Sie einen flachen Teller nehmen, ein paar Tropfen haushaltsüblichen Essig eingeben und diese Scheibe einfach über Nacht liegen lassen, nächsten Tag mit klarem Wasser abspülen und das wiederholen Sie alle 2 bis 3 Wochen, je nach Bedarf, und Sie genießen eine Alpenkraft, die immer wie neu bleibt. Viel Spaß!